Hallo und herzlich willkommen auf unserem Channel in die Nachtzentrale. Heute zeige ich dir mal eine Kaffeepraline, wo wir eben eine Ganache machen mit echten Kaffeebohnen, also mit ganzen Kaffeebohnen. Diese könntest du auch theoretisch verwenden, eben für Tortenfüllungen, aber ich zeige dir eben diese jetzt für Pralinen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Kaffeepralinen brauchen wir 50 Gramm Obers, 40 Gramm ganze Kaffeebohnen, 125 Gramm weiße Kuvertüre, 10 Gramm weiche Butter und 15 Gramm Kaluja. Zuerst zerstoße ich meine ganzen Kaffeebohnen mit einem Rollholz, um einen besseren Geschmack zu erzielen. Dann koche ich das Obers mit den gebrochenen Kaffeebohnen auf und lasse das Ganze für 15 Minuten lange ziehen. Du kannst natürlich die Ziehzeit auch verändern, entweder länger oder kürzer, das verändert nur den Kaffeegeschmack. Nun kannst du dein Kaffeeobers sieben, um die Kaffeestücke zu entfernen. Jetzt sollte dein Obers wiederum 50 Gramm haben. Falls nicht, könnte zu viel verdunstet sein, darum gib etwas Obers nach. Jetzt können wir wieder alles aufkochen lassen und dann die Butter beigeben, sowie die weiße Kuvertüre und den Kaluja. Sobald das Obers einmal aufgekocht hat, drehe ich die Herdplatte ab und lasse die ganzen Zutaten schmelzen. Rühre dabei ganz gut um, dass sich die Zutaten gut homogenisieren. Jetzt nochmal alles mixen und dann ist unsere Kaffee-Ganache schon fertig. Bevor wir unsere Ganache jetzt verwenden können, muss sie auf 26 Grad abkühlen. Dann können wir sie in den Dressiersack füllen und unsere Trüffelformen damit füllen. Bevor ich sie verschließe, lasse ich sie über die Nacht lang stehen, somit kann die Ganache nach unten sinken, das wiederum erhöht die Haltbarkeit. Am nächsten Tag temperiere ich jetzt die weiße und die dunkle Kuvertüre. Dafür habe ich schon ein Video hochgeladen, ich verlinke es dir in der Infobox. Falls du schon öfters temperiert hast, würde ich dir trotzdem empfehlen, eine Probe zu machen. Und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes verschließen wir unsere weißen Trüffelformen mit der weißen Kuvertüre und sobald diese fest sind, können wir sie dunken und dann ausdekorieren. Ich habe mich dazu entschieden, meine Pralinen zu filieren, dafür brauche ich meine Zartbitterkuvertüre. Jetzt müssen sie nur noch fest werden und fertig sind unsere Kaffeepralinen. Ich hoffe, dir hat mein Video über die Kaffeepralinen gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Und schreib doch uns mal einen Kommentar, welche Pralinensorten du schon immer mal ausprobieren wolltest. Und somit würde ich nur mehr sagen, bis zum nächsten Mal.